Das ist der BZ Talk. Herzlich willkommen. In der Schweiz ist der Danny Schneider ein Pionier. In den USA und Japan ist er ein Superstar. Unter dem Namen Hard Nine Choppers baut er zu Bümplitz in der Garage einzigartige Töpfe. Am 19. März kommt ein Dokumentarfilm über eine Berner Tüftlerin. Das ist der BZ Talk. Herzlich willkommen. In der Schweiz ist der Danny Schneider ein Pionier. In den USA und Japan ist er ein Superstar. Unter dem Namen Hard Nine Choppers baut er zu Bümplitz in der Garage einzigartige Töpfe. Am 19. März kommt ein Dokumentarfilm über einen Berner Tüftler in die Schweizer Kinos. Bei mir zu Gast sind auf der einen Seite der Danny Schneider von den Hard Nine Choppers und auf der anderen Seite der Berner Filmemacher Jan Mühlenthaler. Er hat allein den Film Hard Nine realisiert. Danny Schneider, Superstar in den USA und Japan. Wie äußert sich das? Ja, Superstar ist ein bisschen hoch angesetzt. Ich habe das mal gesagt, der Bekanntheitsgrad ist einfach viel grösser. Die Leute schätzen sofort viel mehr, wenn man einen schönen Töff baut oder etwas Schönes macht. Und man kommt viel schneller Respekt über, als man das hier in Europa oder Schweiz bekommt. Ganz kurz, wir schauen nicht den Töff gerade an. Was ist speziell daran? Das Spezielle ist echt, die Grundidee war echt speziell. Ja, der Töff nach einem alten BMX von mir, den ich hatte, als ich etwa 6 war, nachgebaut und gefunden hat, jetzt noch etwas machen, wo was man noch nie hat gesehen hat, was neuartig ist, weil sonst haben die Töpfe immer irgend so ein Schema, wo man dem nachgeht und ich gefunden hat, dass man etwas her, was total anders ist als das, was man bisher hatte. Ja, Mühlenthaler, du hast den Danny Schneider begleitet. Wie bist du darauf gekommen, einen Film zu machen über jemanden, der Töpfe baut? Ja, völlig zufälligerweise. Also ich bin eigentlich so ein Doc-Filmer, habe eigentlich ein Drehbuch geschrieben und bin dann etwa bei 3 Umwegen von Danny und seinen Jungs aufmerksam geworden. Und ich habe recht schnell gemerkt, dass er einfach als Figur sehr spannend ist, weil er mehr ist, als man vielleicht so sieht. Er ist sehr vielfältig und das hat mich eigentlich interessiert, dass mehr die Person, vorher habe ich keine Ahnung von Töffen. Also, Person und Töffen, dazu kommen wir. Als erstes müssen wir jetzt mal anschauen, wie der Töff, den du da eben gebaut hast, während dem Film genau aussieht. Wir haben für das einen Filmausschnitt vorbereitet und Danny, möchte ich dich doch mal bitten, ein bisschen zu kommentieren, was man da sieht genau. Ja, das ist jetzt gerade die erste Testfahrt, die wir gemacht haben. Das ist immer so das Highlight, wenn man den Töff fertig gebaut hat, dann aus der Garage zu nehmen und anzuschauen, läuft es überhaupt oder geht es überhaupt. Das ist so der schönste Moment, nach einem halben Jahr in der Garage zu hocken, bauen und schweissen und schleifen und machen und tun. Wie war das eigentlich zum Filmen gewesen? Jetzt hier die Szene, bist du da mit dem Auto neben dran gefahren, Jan, oder wie hast du das gemacht? Ja, es ist dann jetzt mit Pickup, wo ich bin eigentlich Straßenverkehrsamt, weiss es leider bis jetzt, also zum Glück noch nicht, jetzt weiss es. Ich bin einfach hinten drauf gelegen meistens und habe versucht, möglichst schnell herzukommen. Weil ihr kennt, also, es ist nicht so eine Digitalkamera, du kannst herzukommen, sie als feste Brennweite, also ich habe versucht, körperlich möglichst schnell zu sein. Okay, wir werden noch sehr genau über den Töff reden. Das Besondere daran ist ja, dass du mit dem Töff eigentlich als erster Europäer an eine riesige Ausstellung bist eingeladen worden. Da kommen wir nachher dazu. Was mich aber jetzt als allererstes wundernimmt, wenn ich den Töff sehe, wenn ich die Choppers höre und wenn ich dich sehe, Danny, passest du für mich nicht in das Bild, das ich habe, vom Typ, der auf seinem Chopper rumfährt, mit den Lederfransen. Wie siehst du dich in dieser Rolle? Ja, genau so, wie du jetzt gerade sagst. Ich sehe mehr unpassend eigentlich. Und das ist eine Szene, die ich mich drin bewege, die in Amerika sehr gross ist, in Japan sehr gross und langsam so ein bisschen Fuss fasst in Italien, Frankreich. Aber in der Schweiz ist halt einfach schon noch das Töffbild, ist Lederhosen und Sackgoschen und grosse Bärte und gut genährt und etwas Bier. Und das ist natürlich schon etwas ganz anderes, was wir da, den Lifestyle, wir leben Jeans an und ein T-Shirt und dann ab und von Töffel fahren. Was auch nicht das Beste ist manchmal, aber es ist so, ich komme von meinem Background, vom Motocross und BMX. Das ist einfach ein Lifestyle, den ich hatte und den ich immer noch habe, den ich beibehalte, ob ich jetzt Harley fahren oder nicht, muss mich da nicht irgendwo in eine Sparte zwängen. Also, wenn ich mich erinnere, dass ich mal als Journalist für Telebern einen Bericht gemacht habe, was um Töffen gegangen ist und dann ein Interview gemacht habe mit einem Harley-Fahrer. Und der hat gewusst, es gibt da zu Bümplitz irgendeinen Danny, das ist ganz ein komischer, der macht komische Töffen. Und so beim Gespräch habe ich gemerkt, so eine Mischung zwischen Respekt, aber gleich so ein bisschen nicht ganz geheuer. Ist das etwas, was du vielleicht im Verlauf deiner Filmarbeit auch ein bisschen gespürt hast? Ja. Also wenn man natürlich mit der Kamera kommt, sind die Leute immer ein bisschen vorsichtig. Aber wir sind natürlich
abgesehen von Amerika fast die ganze Welt rumgekommen in diesen 2 Jahren. Es waren verschiedenste Shows. Gewesen. Und dort ist schon so, dass die Leute eher vielleicht so Scheitel, ein bisschen Elvis-mässig, Rockabilly. Und ich habe mich besinnt, in Belgien am Abend so, sind wir noch so eine Party gewesen, Rockabilly-Band. Und Danny hat irgendwie so ein Otlo-Stimmband angekommen. Und also ich habe immer wieder gefunden, weil es hat nur einen gegeben, so etwas gesehen. Aber sonst, also an dieser Show selbst habe ich eigentlich viel Respekt also gemerkt. Also, dass sie vielleicht nicht die dicken Leute sowieso nicht, also die klassischen Rocker sind dort auch gar nicht gewesen. Aber auch in dieser Szene selber ist der Danny wieder speziell, aber er wird voll akzeptiert, hat mich gedacht. Aber der Dörf, den wir vorhin gesehen haben, haben wir sagen, es war der Dörf, der so in der, auf diesen Szenenheftchen am meisten abgebildet war im letzten Jahr. Gibt es da auch Neid und Missgunst von den Leuten, die klassische, traditionellere Dörfer vielleicht gerne haben? Nein, Neid und Missgunst hat jetzt nie relativ lange gebraucht, aber du musst einfach immer Zeug bringen und solange du gute Ware bringst und gute Dörfer lieferst und machst, kommst du den Respekt, den kommst du nicht geschenkt, den kannst du nicht kaufen, den musst du wirklich erarbeiten. Und schlussendlich spielt es genau, wie du aussiehst, was für eine Frisur hast. Schlussendlich ist das Produkt das, was da ist. Aber Missgunst und Neid, es hat relativ lange gebraucht, aber du musst einfach immer Zeug bringen und solange du gute Ware bringst und gute Töffel lieferst und machst, kommst du den Respekt. Den kommst du nicht geschenkt, den kannst du nicht kaufen, den musst du wirklich erarbeiten. Und schlussendlich spielt es genau, wie du aussiehst, was für eine Frisur hast. Schlussendlich ist das Produkt das, was da ist. Aber Missgunst und Neid hätte ich nie gehabt. Schlussendlich ist es so, du machst die Töffen mehr oder weniger selber. Aufgrund von alten Motoren bastelst du die Nächte lang in deiner Garage zu Bümpel zusammen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist das, was man in der Schweiz muss haben. Das, was ich gehört oder was für das Gesetz muss da sein, ist der Rahmen, Originalmotor. Und dann kann man auf alten Töffen, 40, 50 Jahre, kann man Abänderungen machen, Tank selber machen und das ganze andere Zeug. Und es ist natürlich auch, das geht schnell noch hier dazu sagen, ob wir sind das dritte Garage auch, und wir haben jene Leute, die uns ausserhalb helfen, die in der Treibbank haben, die hier Zeug haben. Und allein so etwas aufs Bein stellen, das ist dann schon heavy, wenn man Sportartikelverkäufer erklärt, oder? Und darum ist man angewiesen auf 2-3 Leute. Also hast du das alles selber beigebracht? Definitiv, ja. Und du bist eigentlich immer dann zur Stelle gewesen, wenn bei dem Töff, wo du wirklich vom ersten Schräubli bis zur grossen Weltausstellung, bist du immer dabei gewesen, wenn der Danny etwas Neues gemacht hat dran? Ja, sie hat es versucht. Also ich bin eigentlich wirklich von ganz am Anfang eigentlich dabei gewesen. Also ich habe mich besinnen, bevor wir eigentlich wirklich angefangen, dass wir mal zu Mittag essen und ich gesagt, hey, wenn ich einen Film mache, brauche ich eine Story, brauche ich etwas, das durchzieht. Und für mich wäre die Story, dass du den DMX baust und mit dem nach Japan DMX kannst. DMX, muss man vielleicht schnell erklären, was also ich Japan der Töff, der hat, es sieht ein bisschen aus wie ein BMX und er hat einen DMX, Danny BMX, nehme ich an, getauft. So. Ist das so, Danny BMX? Ja, ja, pretty much. Yeah. Ja, also, okay. Und ich habe gesehen, dass Danny ihn gefunden hat, ja, und das ist recht ein Wunschtraum, weil ich weiß nicht, ob der Dörf so funktioniert, ob ich das so bauen kann. Und ich weiß schon gar nicht, ob ich nach Japan kann, weil das entscheidet nicht ich, mir wird eingeladen. Und das war unser Start. Also wir hatten einfach beide den Traum. Es war nicht klar. Von denen habe ich versucht, fast 2 Jahre lang einfach immer in der Garage zu sein, dabei zu sein, wenn irgendetwas passiert und das so zu dokumentieren. Wir schauen doch mal, wie das in dieser Garage innen aussieht. Ein grosser Teil, den nämlich der Danny selbst gemacht hat, ist der Tank. Und wir schauen uns die Bilder mal an. Danny, vielleicht kannst du kurz erklären, was man hier genau sieht. Das ist ursprünglich der Tank von einem italienischen kleinen Töffel, den man vor einer Messe gekauft hat, dann geschnitten und dann die 2 Seiten rausgekämmert. Plus dann das ganze Zusammenschweissen, Verzinnen. Spachteln, grundieren bis dann zum Lackieren. Und das ist natürlich ein riesen Aufwand. Das sind etwa 30 Stunden schlussendlich, die nur in einem Tank sind. Und das ist jetzt eben die Garage in Bümplitz, wo du mit deinen Kollegen die Töffel zusammenbaust. Genau. Ja. Klein, aber fein. Ja, sehr schön. Der Film ist ja, wie man das vielleicht jetzt auch schon ein bisschen sieht, ist ja nicht eigentlich ein Film nur über wie man einen Töff herstellt, sondern es ist ein Film über einen Idealist, der grosse Träume hat. Das sind die Geschichten, die man sich als Filmemacher ja wünscht. Ja, also das ist überhaupt nicht eigentlich ein Film zur Anleitung, wie baut man einen Töff. Also mich hat fasziniert, dass jemand so eigentlich aus meiner Generation so viel Leidenschaft hat und so viel Zeit investiert, irgendwie so einen Traum zu leben. Weil ich habe das Gefühl, dass auch viele so in unserer Generation eher so konsumieren, zurücklegen und mal schauen, was passiert. Und mir hat das interessiert, die Energie, die Motivation, ja, einfach das zu machen, auch wenn es vorher noch nie das gegeben hat. Und
viele Leute sagen, ey, was soll das? Der Idealismus, der trifft ja auf dich zu. Du hast den Film völlig in Eigenregie gemacht. Du hast selber gefilmt, du hast das Drehbuch selber geschrieben, du hast ihn selber geschnitten, du hast ihn bearbeitet. Was kannst du dazu erzählen? Warum macht man das? Ja, also es ist nicht so, dass ich nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann. Also das ist nicht der Grund, wieso ich es alleine gemacht habe. Es ist mehr vielleicht so ein bisschen von Angehensweise. Jetzt bei diesem Film haben wir zu schon ein bisschen Ähnlichkeit. Wir hatten einfach die Idee gehabt, den ich da durfte, diesen Film zu machen. Und dann machen wir es einfach. Wir machen es nicht zuerst ein 100-seitiges Buch geschrieben und 2 Jahre lang von Pontus zu Pilatus, bis ich Geld hatte, sondern ich bin einfach mit der Kamera in der Garage angefangen. Und eigentlich auch erst während dem Film gemerkt, was wirklich, dass das wirklich auch Fleisch im Knochen hat. Am Anfang war es mir einfach nur ein Gefühl gewesen. Und wieso ich es allein gedreht habe, ist mehr so ein bisschen, ich wollte etwas sehr Nächstes machen, sehr an der Figur, nicht so, nicht klischiert, das hat mich nicht interessiert. Und wenn ich jetzt mit einem Kameramann und einem Beleuchter und einem Tönler in der Garage war, dann wäre die Garage schon voll gewesen und dann konnte ich es kaum bewegen. Und das wäre nicht so, das wäre nicht so eine Atmosphäre aufgekommen, weil also, ich habe schon Zeit gebraucht, oder wir haben Zeit gebraucht, dass wir uns aneinander gewöhnt haben und das, oder Danny, wenn er mit mir geredet hat oder für einen Film geredet hat, dass es so ist wie jetzt, nicht vor Kamera und so. Und das hat mich gereizt. Und das schaffst du natürlich viel eher, wenn du einfach zwei Jahre unterwegs bist, wie zu fünft. Wie war es für dich, da ständige Kamera vor der Nase zu haben? Komisch noch am Anfang. Es war wirklich ein bisschen verzweifelt eine Zeit lang. Weil in dem ist es wirklich manchmal so richtig auf den Sack gegangen und gefunden, ja, jetzt ist es gut, jetzt längt es, oder jetzt das ist es gut. Aber andererseits war es so, natürlich eine super Erfahrung für mich. Es ist unglaublich. Du bist im Film auch wieder an den Showplatz zurück auf Frankreich, wo du einen schweren Töff-Unfall hast. Du bist dort wieder auf einen Trial-Töff gestiegen. Das erste Mal wieder gefahren. Hast du das für einen Film gemacht oder hast du es schon gemacht? Ich habe es schon gemacht. Es war Motocross-Töff. Gut, aber andererseits war es so, natürlich eine super Erfahrung für mich. Es ist unglaublich. Du bist im Film auch wieder an den Showplatz zurück auf Frankreich, wo du einen schweren Töff-Unfall hast. Du bist dort wieder auf einen Trial-Töff gestiegen. Das erste Mal wieder gefahren. Hast du es für einen Film gemacht oder hast du es schon gemacht? Ich habe es schon gemacht. Es war Motocross-Töff übrigens. Was ist der Unterschied zwischen Trial ist, was ist da? Aber Zeug gumpen, weißt du, so ein bisschen und Stützchen auf. Motocross ist Rennen und Gumpen und Zeug. Nicht ein grosser Unterschied. Und du hast es auch ohne Film gemacht? Ich habe es ohne gemacht. Ich habe es nach dem Unfall noch mal probiert. Aber es ist dann wirklich nicht gegangen mit dieser chronischen Knocheninfektion, wo man eigentlich wirklich mal gesagt hat, ich hatte es irgendwo zu reissen, das wieder zu machen. Ich habe BMX das Zeug gemacht, gefunden, hey, das gebe ich mir jetzt mal, das wollte ich noch mal probieren, noch mal machen. Es war natürlich super gewesen, das geht, ist dann der Film gelaufen, haben wir das, die Dreharbeiten gemacht haben. Und ich bin froh, dass ich es auch gemacht habe. Das war für mein eigenes Ego auch. Gehe noch mal dorthin und mache das noch mal. Ich werde noch mal gehen, es hat mich wieder ein bisschen gepackt, jetzt mache ich es wieder ein bisschen einfach. Also es ist auf jeden Fall eine der Schlüsselszenen auch in diesem Film, dass der Töff-Bauer eigentlich wieder auf den Töff draufsteigt. Ein Glück für einen Film machen. Das ist, es ist sicher so einer von denen. Es sind so mehrere Glücksfälle im Film und das ist sicher einer. Und mit ihm wieder zurückzugehen, weil das hat natürlich auch Emotionen mit sich gebracht, schon auf dem Weg dorthin. Also dort merkst du einfach, jetzt passiert etwas und jetzt musst du auch gar nichts machen. Jetzt einfach alles einfahren. Aber es ist natürlich nicht immer so einfach gegangen beim Filmmachen. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Szene im Flugzeug. Wie kann man als Filmemacher in einem Flugzeug filmen? Ja, das sind ja so ein bisschen die bürokratischen Hürden, die man muss nehmen. Und dann leidet man natürlich auch darunter, wenn man selber alles macht. Weil sonst hat man irgendwie eine Produktionsfirma, einen Produzenten, der kümmert sich um das. Und ich habe dann halt mehrere E-Mails, mehrere Telefone, mehrere Formulare hinter mir gebracht, bis ich wirklich durfte im Flugzeug filmen. Und für mich war es echt wichtig, dass ich dort nochmal das Interview drehen kann. Und am Anfang wäre es nur am Flughafen gegangen, aber das wollte ich nicht. Und es gibt x so Hürden. Also. Genau, und die Reise in diesem Flugzeug war das grosse Moon Eyes Festival in Japan. Mhm. Ein Festival, wo man nur her kann, sie dürfen ausstellen, wenn man eingeladen wird. Dir ist das als erster Europäer gelungen. Was kannst du dazu erzählen? Gute Frage. Ja, es war eine riesige Ehre für mich, das mal zu erfahren, dass man dort hergehen kann, weil dort einfach die 7 auch pretty much weltbesten Dörfbauer von Amerika sind immer nur Amerikaner, die dort hergehen. Und das sind einfach die 8 geladenen Gäste, und das sind die, die am Hauptevent dort reinfahren vor 15'000 Leuten. Und das ist schon, das ist eine Riesenerfahrung. Und das Coolste am Ganzen war, dass ich in Japan noch Töff fahren konnte. Wenn du schon Töff in Bümplitz, fährst du in Japan, dann fährst du noch in Vegas, dann fährst du noch in Sturgis. Das ist das Highlight, alles andere ist Bonus. Oder?
Wir haben auch einen Ausschnitt vorbereitet, wo man die Reise auf Japan sieht. Und dort sieht man auch gerade, wo du ankommst mit dem TÜV, dass du schon wieder etwas am dran rumschrauben bist. Ja. Ist es so, dass der TÜV dass immer etwas kaputt geht und man immer etwas machen muss? Oder wie? Das passiert viel, ja. Aber das war natürlich ganz, ganz gut. Der TÜV Platte kam aus der Kiste rausgenommen. Das ist natürlich Horror. Ich bin in Yokohama zwei Tage vor der Show Platte zu haben, mit einer weißen Felge, die man nur mit eisigen Metallhebeln die Knöder abnehmen kann. Wie findet man einen Schlauch in Yokohama? Ich rede ja fließend Japanisch, das war nicht so schwer. Aber das war Horror, nach 48 Stunden machen und einfach mal schnell noch Pneu wechseln. Also noch gut. Aber wo hast du den gefunden? Irgendwo so in einer kleinen Garage. Das war auch super. Ohne den Schlauch wäre ich gar nicht in die Garage gekommen. Also zehn Tage in den anderen cool. Das war super. Die haben mir den gegeben und dann haben wir dort noch 4 Stunden gemacht und schlussendlich ist es nicht gegangen. Was ist denn jetzt die Ausstellung, was bedeutet das jetzt für dich persönlich? Respektive, was waren die Folgen von dem? Heisst das jetzt, dass du jetzt die Töffe in Zukunft baust und von dem kannst leben, weil du so eine Berühmtheit erlangt hast? Oder wie geht es jetzt weiter? Berühmtheit habe ich nicht erlangt, in dem Sinn. Der Schweizer hat immer so ein bisschen, ob es vielleicht Musik oder Film ist, Filme laufen hier auch 4 Monate später. Und vielleicht merken die Leute einem halben Jahr später, dass es hier auch noch etwas Cooles gibt. Und dass man für das gleiche Geld einen TÜV hat, was es einmal gibt auf der Welt und nicht eine Serie TÜV hat. Ich glaube immer noch ein bisschen daran, aber ich bin immer noch so ein bisschen zwiespalt, mal zu sagen, jetzt packe ich mein ganzes Zeug und fahre ab. Hier, weil ich mache etwas und die Wertschätzung ist gleich null. In der Schweiz. Und in Europa fällt es jetzt mittlerweile auch so ein bisschen an, hier und da. Das wäre natürlich mein grosser Traum, das können sie machen. Also von dem können sie leben? Ja. Also du verkaufst die Töffe noch oder behaltest die? Ich würde sie gerne verkaufen, wenn es jemand würde kaufen. Aber ich muss, wenn du keinen Auftrag hast von einem Kunden, der sagt, ich will das so, 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 die und die Farbe, dann kannst du auch nichts bauen. Also ich baue den Töff nach meinem Gusto und bin auch der Einzige, der drauf fahren kann mit Handschaltung und geht hier und Zeug und da. Verstehe ich, dass der Töff niemand kauft, weil er nicht drauf fahren kann, sich die Finger einklemmt, wenn er schaltet. Aber ich habe nie die Möglichkeit, dass einer Kunde sagt, hey, schau, jetzt will ich den, jetzt will ich Nord, jetzt will ich Triumph, ich will Zoe, ich will das Blau, ich will rosa-rote Blümchen drauf. Bäm, mach, hier, nimm. Also ein riesen Idealismus, wie eben auch beim Film. Was vielleicht auch noch besonders ist, beim Film, die ganze Musik, der ganze Soundtrack ist von Berner Bands. Warum? Ja, das, was der Film langsam entstanden ist, habe ich, weil ich recht gut vernetzt bin in der Musiksache, habe ich auch wirklich sogar von amerikanischen Bands Mails bekommen oder so, hey, kannst du unsere Musik brauchen, es passt dazu. Es eine Plattform geben und es passt auch zusammen. Weil, also die Musik, es ist überhaupt nicht irgendwie, dass jetzt, weil ich die amerikanische oder so Musik nicht hatte, dass der Film schlecht wäre. Im Gegenteil, die Musik ist super. Und also auch dort gut. Idealismus, eine Hand wäscht die andere. Genau, und eine Plattform geben und es passt auch zusammen. Weil, also die Musik, es ist überhaupt nicht irgendwie, dass jetzt, weil ich deine amerikanische oder so Musik nicht hatte, dass der Film schlecht wäre. Im Gegenteil, die Musik ist super. Und also auch dort gut. Idealismus, eine Hand wäscht die andere. Genau. Gibt es eine gegenseitige Plattform. Genau, und die haben natürlich auch Freude gehabt und es hat super zusammengepasst. Was dich jetzt alle interessiert, der Film kommt nächstens in die Kinos. Kannst du kurz sagen, wo und wann dass man den wird sehen können? Ja, also die Weltpremiere ist am Samstag, am 19. März, im Kino Cinemata zu Bern. Also auch wieder zu Bern, ja? Ja, das hätte einfach schon eigentlich ein bisschen sein müssen, oder? Ja. Das ist so, da muss dort gefeiert werden, und er heimkommt. Und dann läuft er in der Cinemata und er wird hier in anderen Städten in der Schweiz laufen, wo jetzt die Daten erst reinkommen. Das ist jetzt noch nicht spruchreif. Wo sieht man das? Wo kann man das nachschauen? Wir haben auch eine Webseite vom Film, die ist hard9movie.com und dort sieht man Trailers und Kinodaten. Und im Bewegungsmelder. Und im Bewegungsmelder und überall. Kleiner Ausblick zum Schluss, es ist noch nicht gemacht mit dem TÜV, du bist nämlich schon wieder am nächsten Projekt dran, was ist das genau? Ja, das Ding ist das, kannst du natürlich nicht etwas Cooles machen und dann meinen, du sieben Siechen und kannst zurücklegen und Gin Tonic schlürfeln, das geht natürlich nicht, du musst immer, jetzt geht auf dieser Stufe, wo ich bin, wo du die internationale Erkennung bekommst, musst du jetzt wieder etwas bringen, wo das noch toppt, weil mal in noch nach Japan hat der TÜV gesagt, das ist noch schwer, das zu toppen. Jetzt bin ich an einem Triumph aus den 40er Jahren, und fast fertig, wenn wir das Ziel gesetzt haben, bis Ende Februar zu machen, weil ich dort die Europameisterschaft gehe mit dem. Aber es fehlt noch so ein bisschen, es gibt noch ein bisschen Komplikationen, wie immer. Aber es kommt gut. Dann wünsche ich euch beiden viel Glück. Dir mit dem neuen TÜV, dir auf jeden Fall gutes Gelingen, die Premiere mit dem Film. Und das war es mit dem BZ Talk. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen miteinander.